die Open Mobility App, eine Plattform für Städte, die es ermöglicht, verschiedene Mobilitätsdienstleister wie ÖPNV, Ladestationen, Parkplätze und städtische Dienstleistungen neutral zu aggregieren. Das Framework ermöglicht allen Nutzenden den Zugriff auf eine aggregierte Form aller Mobilitätsdienstleistungen. Zu Anfang der Konzeptarbeit war ein wichtiger Punkt, die Applikation auf das Nötigste zu beschränken. Die Anwendung ist für jede Bürgerin und jeden Bürger einer Stadt verfügbar. Also muss das Design etablierten Pattern entsprechen und für jedermann intuitiv nutzbar sein. Hier zu sehen ist der Homescreen. Der Nutzer hat die Möglichkeit, die App nach seinen Bedürfnissen zu gestalten. Er legt sich genau die Infos auf die Startseite, die er benötigt. Das können Smart City-Informationen sein oder Auslastung des bevorzugten Parkhauses. In Zukunft können wir uns noch weitere Use Cases der App vorstellen. Eine Einbindung unserer Campus Free City App für die Nutzung des Cityboards zum Beispiel. Das Framework ermöglicht allen Nutzenden den Zugriff auf eine aggregierte Form aller Mobilitätsdienstleistungen in der Region. Somit unterstützt die Open Mobility App eine ökologische, nachhaltige Verkehrsverlagerung. Wir fokussieren uns bewusst mit unserer Lösung auf den non-urbanen Raum. Mit der Umsetzung solcher Projekte fällt auf, dass viele Städte und Gemeinden die nötige Digitalisierungskompetenzen fehlt, was hohe Entwicklungskosten und einzelne nicht standardisierte Lösungen zur Folge hat, die zudem auch nicht auf andere Smart City Aktivitäten und Technology Stacks abgestimmt sind. Jede Stadt, jede Gemeinde hat ihre eigenen Anforderungen und will Mobilitätsideen eigenständig umsetzen. Unser System ist die ideale Lösung für diejenigen, die eine modulare App auf einfache Weise zusammenstellen möchten. Das Beste daran ist, dass alles unter dem Motto Public Money, Public Code läuft und somit förderfähig bezüglich Open Source Software ist. Unsere Lösungen berücksichtigen führende Smart City- und Mobilitätsstandards wie Fiware, Mobility Data Space, OICP oder von Google der Mobility Data Specification und viel mehr. Mit unserem Ansatz einer Super-App sind Sie bestens gerüstet für alle kommenden Ideen und Entwicklungen im Bereich der nachhaltigen Mobilität. Bei der Entwicklung der App haben wir Flutter verwendet. So kann mit einer Codebasis auf iOS und Android nativ kompiliert werden. Die App unterstützt standardmäßig Fiverr-basierte Smart City-Plattformen. So können aktuelle Informationen wie Parkplatzauslastungen leicht bezogen werden. So kann zum Beispiel die API eines E-Scooter-Anbieters angebunden werden, um die Roller direkt über die App freizuschalten. Wir haben Frontend und Backend modular entwickelt. So können verschiedene Städte bei Bedarf die gleichen Services wiederverwenden, was die Entwicklungskosten senkt. Unsere Open-Source-Lösung richtet sich speziell an Städte und Kommunen, für die proprietäre Lösungen ineffizient sind. Durch den modularen Aufbau können Sie klein anfangen und das System schrittweise erweitern. Man kann Modellkommunen auswählen, um die Open Mobility App zu testen und die Bürgerschaft einzubinden und vor allen Dingen die Bürgerschaft zu motivieren, um es dann in Landkreisen auszurollen.